Herzlich willkommen beim Urban Zombie Survival Guide. Ich bin Melissa von Mademoiselle Opossa. Und ich bin Anna vom Finanzamt. Heute zeigen wir euch, wie ihr die Zombie-Apokalypse in der Stadt überlebt. Also wir gehen von der Grundsituation aus, ihr fahrt von der Zombie-Apokalypse zu Hause. Der Vorteil zu Hause ist, ihr habt schon mal alles da. Wasser ist da, was zu essen ist da. Fragt sich nur, für wie lange. Ihr müsst davon ausgehen, irgendwann fällt der Strom aus, Wasser fällt aus. Also die erste Sache, die ihr machen solltet, ist verriegeln, alles verriegeln und die Badewanne komplett randvoll mit Wasser zu machen, denn Wasser ist euer bester Freund. Wenn einem die Vorräte ausgehen, kann man zur Not auch die Katze schlachten. Das Problem ist, wenn man erstmal in seiner Wohnung drin ist, dann kommt man schlecht wieder raus. Außer ihr seid Paraglider, dann vielleicht schon. Und wenn man dann die Zombies kommen hört, sollte man bestens vorbereitet sein, um einen schnellen Fluchtweg anzutreten. Und man sollte unbedingt seinen Fluchtrucksack schon komplett gepackt haben. Also das Allerwichtigste ist natürlich jede Menge Wasser. Also packt euch so viel Wasser ein, wie ihr tragen könnt. Das nächste sind Tabletten, Schmerztabletten, Antibiotika, alles, was ihr habt, rein damit. Einen klitzekleinen Erste-Hilfe-Kasten und ein paar Pflaster, am besten noch Mullwinden. Das nächste sind Vitaminpräparate, denn ihr werdet nicht so viel zu essen kriegen und Frisches schon gar nicht. Was für ein Weg, falls ihr nicht sofort was findet, auf jeden Fall auch Essen einpacken. Messer. Falls ihr keine große Machete habt, nehmt halt kleine Küchenmesser. Ganz wichtig ist auch Werkzeug, denn ihr wisst nie, ob ihr irgendwo einbrechen müsst, irgendwas reparieren müsst oder auch ein Auto kurz schließen. Und vielleicht müsst ihr das Ganze sogar in der Nacht tun, deswegen unbedingt eine Taschenlampe. Batterien natürlich nicht vergessen, sonst funktioniert die Taschenlampe nicht. Und man muss immer Dinge aufschneiden. Man muss ja sogar im normalen Leben immer Dinge aufschneiden, also auch eine Schere. Und wenn ihr dann noch einen Stadtplan und vielleicht Draht und Seil habt, gehören die auf jeden Fall mit in den Rucksack. Wenn euer Nachbar zum Zombie geworden ist, dann müsst ihr natürlich schnellstmöglich raus. Wenn man flieht, muss man ja auch wissen, wohin. Und daher solltet ihr immer vorher eure Route planen. Hilfreich dabei ist die Map of the Dead, die man einfach im Internet finden kann. Diese roten Bereiche zeigen euch, ey, da solltet ihr garantiert nicht hin, weil da geht's richtig ab. Aber sie zeigt euch auch, wo ist der nächste Arzt, wo ihr Medikamente klauen könnt. Hier ist ein Baumarkt, falls man eine Axt braucht. Und sowas sollte man immer dabei haben. Wo man am besten hinflieht und was man für seine Flucht anzieht, zeigen wir euch dann beim nächsten Mal. Aber jetzt kommen erstmal Kampftechniken, die man einsetzen kann, wenn der Zombie schon vor einem steht. Meister Lee zeigt uns gerade, wie man sich am besten gegen Zombies verteidigt, wenn es dann wirklich zum Angriff kommt. Also wenn der Zombie mit ausgestreckten Armen auf euch zukommt, denkt immer daran, er will euch beißen, also müsst ihr ihn auf Distanz halten. Also versucht nur seine Arme zu greifen, mit voller Kraft schubst ihr ihn. Falls er nicht weit genug geflogen ist, gebt ihm einfach noch einen Tritt hinterher. Jetzt ist der Zombie so nah dran, dass er euch schon gegriffen hat. Also mit den Armen zwischen seine, wegstoßen und treten. Ja, wir hoffen, ihr werdet jetzt nicht alle so schnell von den Zombies gefressen nach unserem Tutorial. Habt ihr noch Fragen für die Zombie-Apokalypse? Wir könnten sie beantworten. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und bitte abonniert den Channel weiter, liked uns auf Facebook, damit wir genauso cool weitermachen können.